interessantesten ist es natürlich dort am Strich zwischen Rang 8 und 9. Und im Kampf um den letzten Playoff-Platz hat Biel gestern gegen den Direktkonkurrenz Genf Servette ganz einen wichtigen und den knappstmöglichen Sieg können feiern, nämlich mit 1:0. Bieler haben Genfer förmlich niedergerungen in einem Spiel, wo Dramatik und Emotionen kaum zu überbieten war in der Schlussphase und wo einer besonders darunter hat müssen leiden, nämlich der EHC Biel-Trainer Kevin Schläpfer. Er tobte, wütete und rastete aus. Seine Bieler wehrten sich mit allem, was sie hatten. Und gingen in Führung. Er legte sich mit dem Schiedsrichter an und sein Team hielt dicht. Sein Ziel, die Playoffs. Herzlich willkommen, Kevin Schläpfer. Willkommen. Ja, so ist es okay, aber ist der Puls eigentlich unterdessen überhaupt schon wieder runtergekommen? Ja, jetzt ist, als ich die Bilder gesehen habe, ist er auch wieder ein bisschen raufgekommen. Aber ich bin schon wieder am Beruhigen. Aber es war schon sehr emotional gestern. Wie lange braucht man denn, um das zu verarbeiten? Also nehmen wir an, jetzt Licht löscht langsam nach all diesen Interviews in die Eishalle. Wie geht es denn weiter? Nein, ich habe eigentlich gemeint, dass ich gestern gut schlafe, aber das war gar nicht der Fall. Ich habe schlecht geschlafen, bin immer noch ein bisschen aufbraust und auch jetzt eben vor die Bilder, also das tut schon noch recht in mir arbeiten. Der Druck ist schon ein bisschen höher als sonst normal und ja, ich spüre es schon ein bisschen. Also was heisst denn, was schafft denn da, wenn man gewonnen hat, ist ja alles in Ordnung, oder? Ja, es ist gleich, es ist einfach eben noch und Interviewstress auch noch ein bisschen und gleich einfach, jeder will diskutieren und die Szene mit dem Schiedsrichter hat mich natürlich schon ein bisschen beschäftigt, weil ich bin eigentlich einer, der mit dem Schiedsrichter sehr ein gutes Verhältnis hat und hat hier eigentlich auch mit dem Schiedsrichter, ich bin nicht böse zu ihm, also glaube ich auch nicht, ich habe ihm da irgendwie gesagt, was er für ein schlechter Schiri sei. Ich bin einfach sehr verrückt und habe einfach Was haben Sie mir gesagt? Ja, ich habe gesagt, nein, das gibt's doch nicht, das könnt ihr doch jetzt nicht machen, nein, und so, oder? Und er kennt mich, glaube ich, auch schon lange und er hat mich wirklich eigentlich beruhigt, weil man hat ja gesehen, er ist sehr ruhig einfach da gestanden. Und ich bin froh, dass er gekommen ist und mir den Respekt gleich gegeben hat. Das ist aber noch wichtig, weil ich glaube, wenn es der Schiedsrichter nicht gekommen wäre und einfach mir, dann wäre es vielleicht noch schlimmer gewesen. Und so hat mir doch die Chance gegeben, einfach ihm das schnell zu sagen. Und das hat mir gut getan. Und ich bin ihm dankbar, dass er dass mich schnell hat rausgehen. Also ein distanziertes Gespräch war es nicht gewesen, sondern ganz nah. Nein, das kann man schon nicht sagen. Aber ich habe also mich gehört. Oder? Okay, zu meinem Sagen, eigentlich hätte man anders entscheiden oder was? Jo, ist denn das? Ja, ich aber eben nachher sieht man es und dann wäre es eben gleich, hat er glaube ich recht. Ja, es ist so. Aber ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich bin in aller Aggressivität und Emotionen bin ich anständig zu ihm, muss ich auch überhaupt nicht attackiert oder so. Der Goalie Berra, auf den müssen wir natürlich zu reden kommen, weil der hat ja sensationell gehabt, dass er übertrieben könnte man sagen, während der ganzen Saison ist ja schon so gut. Ohne Berra wäre der unteren Strich statt überm Strich. Ja, das sagt man nicht, weil das kann man nie sagen. Aber natürlich ist er ein riesiger, wichtiger Rückhalt für uns. Er spielt eine unheimliche Saison. Und sicher ist er der Grundstein für den Erfolg, den wir im Moment haben. Aber man muss auch die anderen Spieler ein grosses Kompliment machen. Wir haben ja die Szene gezeigt, wo man die Leidenschaft gesehen von den anderen Spielern, wie sie sich in die Schüsse hineinlegen, wie sie drei Hechten, wo einer allein aufs Goal kommt. Also, es ist schon die
ganze Mannschaft, die hier beteiligt ist. Aber gleich beim Berra hat man das Gefühl, der ist eigentlich wie der Hiller, der jetzt ja schon in der NHL spielt. Oder meine ich das nur? Nein, der ist wirklich... Also müssen Sie Angst haben, dass der demnächst abhaut, Richtung Nordamerika? Ja, vermutlich schon. Aber einerseits ist es ja auch ein Kompliment, wenn wir das, unser Land, Schweiz, wieder einen NHL-Spieler herausbringen können. Wir müssen das auch positiv sehen. Und der Reto hat in den letzten zwei Jahren eine riesige Entwicklung gemacht. Und da müssen wir ja auch stolz sein drauf. Also das ist eine tolle Sache. Und wenn er das schafft, dann natürlich stinkt es mir ein bisschen. Dann wird mein Job ein bisschen schwerer vermutlich. Aber ihm gönne ich das natürlich. Eine Szene fordert praktisch eine Frage aus, nämlich am Schluss des Matches. Alle jubeln. Sie aber schauen irgendwie, wir haben gerade das Bild, sie schauen irgendwie auf die Tribüne und suchen jemanden. Und bei uns nimmt es natürlich schon grausam Wunder. Wen suchen Sie da? Mein Sohn. Ah, okay, so einfach ja, das ist das. Ganz einfach. Mein Sohn war da und ja, man darf nicht vergessen, dass auch die Kinder den ganzen Druck natürlich auch mitbekommen. Wie alt ist er denn? Er ist 11, oder? Ah, ja. Spielt selber natürlich auch ein bisschen und er ist auch voll im Fieber, oder? Und, dann wollte ich ihn aufschauen und einfach, ich habe seine Erleichterung und sein Gesicht einfach auch sehen. Das gibt mir auch die Kraft, oder? Sie sind ein Trainer, der mitgeht. Das haben wir ja schon diverse Mal gesehen. Also, Sie sind immer unter Volldampf. Ich frage mich, haben Sie überhaupt Energie noch? Weil Sie lassen so alles raus. Ja, das ist so. Nein, ich muss auch sagen, ich habe das ganze Energiemanagement ein bisschen unterschätzt. Also, bin ja noch nicht so lange Trainer und als ich Spieler war, bin selber, habe ich mir gedacht, die Trainer haben schon noch ein schönes Leben. He? Ein bisschen an der Bande und uns ein bisschen umschleifen, oder, als Spieler. Und dann im Sommer noch 3 Monate Ferien. Aber heute muss ich sagen, man braucht das. Also, es ist ein Energiebedarf da, der unglaublich ist. Jetzt nach gestern und vorgestern, nach diesen 2 Spielen, spüre ich jetzt schon ein bisschen eine Leere mehr. Also ich muss richtig schauen, dass ich mich jetzt wieder aufbringe. Mache ich mit Spaziergängen oder mit anderen Ritualen. Wir haben auch einen Mentaltrainer im Team, der dazugehört. Also das Energiemanagement ist nicht zu unterschätzen. Und ich merke das schon auch selber erst jetzt, seit ich Trainer bin. Auch der Druck und all das Zeug, das ist schon mehr Belastung, als man vielleicht meint, von aussen. Also nein, ich habe das Gefühl, das ist unglaublich. Sie powern und machen. Manchmal frage ich mich, kann das ewig anheben? Also ich meine, wenn Sie die Spieler immer so aufpeitschen und anherrschen, verbraucht sich das dann nicht mit der Zeit? Ja, das ist schon, die Frage wird mir häufig gestellt. Und ich glaube schon, dass ich auch noch ein bisschen lernen muss, ein bisschen ruhiger zu bleiben. Das ist schon noch ein bisschen meine Schwäche. Also Schwäche. Nein, ich bin einfach ich bin einfach so. Aber es gibt schon ein Match, wo ich ruhiger bin. Ja. Und ich habe so ein eigenes Ritual. Ich nehme die Hände in den Sack oder ich tue mich hinten so heben. Dann bin ich ein bisschen ruhiger, oder? Das ist, dann tue ich mich selber irgendwie ein bisschen blockieren. Also ich tue schon das Trainieren, also probieren, das ein bisschen zu verbessern. Andererseits gibt es dann so Matches, wo ich wirklich das Gefühl habe, heute braucht das Mannschaft, heute weiss ich. Und ich glaube, meine Mannschaft jetzt in Biel ist das aber auch gewöhnt, die kennen mich so. Also, wenn ich jetzt auf einmal ganz ruhig wäre, dann würden die denken, du, was ist der Fieber, der Grippe, was ist los mit dem? Und darum, die weiss das, sonst würden sie denken, ich bin da nicht voll dabei. Also, wie das zu und her geht, haben wir natürlich auch ein paar Bilder, oder? Stichwort der Berserker oder so. We need a goal here, boys! It's okay, aber komm du dort aufs Goal, dann haben wir einen Bulli. Weißt du, was ich meine? Come on, boys, we need more here! Don't give up now! Let's go! Come three guys behind the net! Why do we have all the time to break away from that side? Jesus Christ! Oh, God! Good, go, go, go! We have a penalty, 5-on-3, so be ready for that! You have to be 100% ready for that. Come on, boys, that's a mental stuff here. Seit ich Kind bin, ist das meine Leidenschaft. Seit ich selber ein Kind bin, wollte ich jede freie Minute Hockey spielen. Ich habe den Sport gelebt. Ich kann nicht genug bekommen, von mir so kein Schauen. Und es ist meine Leidenschaft. We need no risk, man. Easy, boys, eh? Easy hockey. that's it, boys. We're back here. Let's go. Es kommt an, aber was denken Sie, wenn Sie sich jetzt selber so sehen? Erkennen Sie sich wieder oder denken Sie, ja, dass es so schlimm ist, hätte ich gleich nicht gedacht? Oder? Nein, es ist schon, es sieht schlimmer aus, als ich denke. Es ist tragisch. Ja, es ist wirklich tragisch.
Und ich sehe, wie die Leute ein lachen und schmunzeln. Nein, aber, gut, es ist eine Zusammenfassung von 60 Minuten, oder? Nein, also, es ist Realität nicht immer so. Also, bei den Namen auch ganz ruhig. Aber die 7-5 Sekunden haben wir, glaube ich, auch mal verwirrt. Es ist schon tragisch. Ich habe mal mit meinem Mentaltrainer zusammen, hat mir auch mal so einen Ausschnitt gezeigt und hat mich dann gefragt, was ich denke, in welcher Phase jetzt der Match ist. Oder? Und ich habe gesagt, oh, da bin ich recht hässlich. Da ist alle 3-2 oder ganz knapp sind wir hinten drin. Und dann hat er mir gesagt, nein, es ist, wir führen 5-0 und 2 Minuten. Und da habe ich immer so sagen, hey, was, komm Kevin, nimm dich zusammen. Also aus Ihren Erwägungen schliesse ich aber daraus, Sie tun das Taffe, das tun Sie eigentlich nicht bewusst einsetzen als Methode, sondern das kommt einfach zum Genau, ich gehe einfach in den Match hinein. Ich bin ein sehr innovativer Mensch, oder? Und gehe einfach auch in den Match hinein. Ich tue mich schon vorbereiten, was ich am Anfang so will sagen, vor der Mannschaft in der Garderobe. Aber im Match hinein bin ich dann wirklich drinnen, oder? Und dann kann ich auch nicht selber sagen, wenn ich jetzt bis rauskommt am Schluss. Jetzt ist ja das alles begreiflich, weil Biel ist ja immer so auf der Kante, oder? Also seit Sie Trainer sind, haben Sie ja nie irgendein Mittelfeldgeplänkel. Ja, oder so. Nicht, ja. Glauben Sie aber, wenn Sie so in ruhigen Gewässern führen, fahren, dann müsste das nicht mehr sein. Ich muss ehrlich sagen, ich würde gerne mal in die ruhige Gewässer gehen, weil ich habe einfach ein bisschen Angst, dass ich dann nicht so alt werde. Sorry, wenn ich es so sage. Aber schade, wenn es mich mit 80 nehmen würde. Ich schon 100 werden. Oder? Und nein, ich muss schon ein bisschen schauen. Also, so ruhige Gewässer würde mich schon mal reizen. Mhm. Ich glaube einfach, ich habe jetzt nur die Seite kennengelernt unter Hochdruck. Mhm. So Abstieg, oder? Und das ist immer eine ganz harte Sache. Und mal ein bisschen in ruhige Gewässer würde ich sagen, das wäre vielleicht mal ein anderes Gefühl. Und das ist ja auch, zum Beispiel, es gibt ein gutes Beispiel, wenn man einen Jungen einbaut. Also, Jungen einbauen ist vielleicht oben fast einfacher als unten, wo man um jeden Punkt jetzt kämpfen muss. Oben, eine grosse Mannschaft kann sich doch mal leisten, einen Jungen zu bringen. Die verlieren wegen dem nicht gerade oder gewinnen wegen dem. Aber bei mir oder bei uns, wo es so eng ist, da ist das schon schwieriger. Und ich werde auch mal in ruhige Gewässer, wo ich ein bisschen ruhiger sein kann. Aber ich bete, dass ich mit Biel mal dorthin komme. Genau, von den ruhigen Gewässern reden wir gerade noch, aber wir werden gleich noch die Leute aufdatieren, weil es ist wirklich, sie sind Nothelfer gewesen, Rettung. Dann haben sie die Mannschaft übernommen und jetzt kämpfen sie immer noch um den Strich. Wir können mal die Leute aufdatieren. Das ist der grosse Retter-Schlepfer nämlich im Schweizer Eishockey. So jubelte Kevin Schlepfer vor knapp 3 Jahren. Abstieg verhindert. Der Jobwechsel vom Sportchef zum Trainer hatte sich gelohnt. Schlepfer hatte den entlassenen Heinz Ehrler an der Bande abgelöst. In einem gehässigen 7. Spiel gegen Lausanne flogen schon früh die Fäuste. Doch die Bieler blieben cool. Der EHC Biel setzte sich souverän mit 5:1 gegen Lausanne durch und gewann die Liga-Quali 4:3. Schlepfer hatte das Steuer herumgerissen. Ein Jahr später. Wieder ein Krimi. Wieder gegen Lausanne. Und wieder jubelten nach Spiel 7 die Bieler. Dabei schien Biel unter Trainer Kent Runke geradewegs auf den Abstieg zuzusteuern. Bis Sportchef Schlepfer sich erneut selbst zum Trainer machte. Und abermals gelang den Seeländern die Wende und der Ligaerhalt. Kevin Schlepfer als Feuerwehrmann. Das scheint irgendwie aufzugehen. Ist denn das gleich? Feuerwehrmann und jetzt sind Sie einfach ein Jahr lang Feuerwehrmann statt drüber. Nein, es ist schon ganz, also die 2 Jahre hier, das ist schon unglaublich. Also das wünsche ich keinem. Also was man dort erlebt an Druck, das ist unglaublich. Eben, ich sage nicht nur auf mich selber, auch auf meine Familie, oder auf die Kinder vor allem. Oder? Also, ja, ich habe im 7. Spiel, oder, habe ich jedes Mal mir überlegt, ob ich meinen Sohn mitnehmen soll. Weil ich wusste, oder, wenn ich gönne, dann sieht er den grossen Papi. Oder? Und wenn ich verliere, dann braucht man vielleicht Polizeischutz. Das ist die Realität. Oder? Und, man kann lachen darüber, aber es ist wirklich zum Lachen, wenn man das mit dem eigenen Kind muss thematisieren muss. Und ich habe sie immer daheim gelassen, weil ich gesagt habe, du bist noch zu klein für das. Aber das ist eigentlich schon, das ist nicht mehr, ich sage jetzt Spass und Spiel und Sport. Da geht es fast schon mehr, was eigentlich nicht so gesund ist. Aber es ist so. Also, die 2 Situationen wünsche ich niemandem. Ich habe sie beides mal gewonnen. Für das bin ich dankbar, aber ich muss es nicht mehr haben. Das war auch der Grund, warum ich noch Trainer geworden bin. Ich habe gesagt, meine Herren,
Das mache ich nicht mehr, wenn wir das am Schluss noch reingumpen. Jetzt mache ich es mal selber. Und wenn es nicht geht, kann ein anderer reingumpen. Dann bin ich dann weg, soll ein anderer reingumpen. Wobei eben die psychologisch logisch, wenn Sie sagen, eben, Sie werden eventuell angefunden, wenn Sie es nicht schaffen. Die psychologisch logisch war natürlich schon high risk, weil Sie haben ja den Trainer entlassen und dann dem seine Stelle übernommen, oder? Genau, das ist so. Also ich hatte nur zu verlieren, im Prinzip. Oder? Also, und am Schluss wäre ich allein für alles verantwortlich gewesen, weil es wäre niemand mehr rum gewesen. Und das ist schon eben eine Situation, die es nicht mehr hätte gegeben. Und darum habe ich gesagt, ich probiere das selber. Oder? Und letztes Jahr, dann vor dem Playout, ist ja, hatte ich auch eine Lungenentzündung gehabt. Und man hat aber, dass sein Vater ist gestorben, der auch nicht mehr spielen konnte. Also wieder so eine Situation, oder, die fast unerträglich war. Und jetzt, Petja, sind sie ruhiger gewesen gekommen. Also endlich mal ein bisschen, noch mehr ein bisschen geniessen kann, weil das ist schon ein Limit. Wobei ich bin gar nicht so sicher, ob Sie das wirklich wollen. Brauchen Sie das nicht ein bisschen so? Deckig. Das sagen auch alle, aber es ist nicht so. Ich brauche es so. Einfach mal für ein Jahr. Dann könnte man wieder reinfallen. Aber mal ein Jahr ein bisschen ruhiger. Ein bisschen ruhiger. Und dann bin ich wieder parat. Seit gestern ist es aber ein bisschen ruhiger. Oder? Mit diesen drei Punkten. Ich habe bei einem Intro von einem Spieler von Ihnen gehört, wenn Sie gewinnen, dann gäbe es immer ein lustiges Ritual nachher. Ja, das hätte er nicht dürfen sagen. Also wir wollen wissen, was das für ein Ritual ist. Heino. Das geht. Er kommt dran. Wissen Sie denn, wer es ist überhaupt? Ja, also ich weiß nicht, wer es ist, aber eigentlich darf ich aus der Garderobe nicht raus. Genau. Das ist ja das Heiligtum im Eishockey. Und jetzt will ich mal schauen, was es gesehen ist. Jetzt doch einspielen. Kann ich es sehen? Oder? Nein, wir können es nicht einspielen. Wir wissen es nicht. Ich stelle ja gerne Fragen, die ich dann so nicht sage. Schon weiss. Ja, sicher. Also, wenn es zu unsittlich ist oder so, können Sie es schreiben. Nein, es ist nicht. Also, ich habe der Mannschaft versprochen, wenn wir Playoff machen, dann machen wir so ein bisschen Tanzeinlagen, wenn wir gewonnen haben. Weil, ich war früher so ein bisschen Tänzer gesehen, oder? Also, ja, ist mehr zum Bluffen, oder? So sei ich, oder? Und jetzt mache ich halt einmal Einlagen und ich habe versprochen, wenn wir Playoff machen, dann mache ich dann den Moonwalker und zwar vorwärts und rückwärts. Also auf beide Seiten. Und ich mache dann einmal so ein bisschen Show-Einlagen. Aber das ist mehr im Spass natürlich. Ein weiterer Grund, dass Biel unbedingt in die Playoff muss. Aber sie sagen immer, sie wollen gewinnen, weil sie mich noch mal wegsehen tanzen. Ganz gut. Die beste Motivation, die es gibt. Wobei, die bräuchte es gar nicht, weil sie sind hoch angesehen. Das Biel, das entnehmen wir zumindest auch einer Äußerung von ihrem Captain, vom Chantre. Ja, es ist für mich sicher ein bisschen speziell. Also, ich habe ihn gelernt kennen als Spieler, dann habe ich ihn als Sportchef gehabt und jetzt als Trainer. Und Kevin ist der Kevin, ist der Hockeygott hier zu Biel. Und, er ist eine sehr emotionale Person, aber auf jeden Fall haben wir Spass mit ihm hier und der Erfolg gibt mir recht. Oder? Okay, Gott. Nicht schlecht. Also mindestens das Biel, was mich natürlich zur Frage führt, Sie sind eigentlich mit Biel verheiratet, oder? Sie können gar nicht anders Trainer sein, oder ist das langfristig denkbar, dass Sie jetzt Blut geleckt haben? Nein, aber ich meine, wenn man im Trainerbusiness ist, dann muss man offen sein für alles. Wir wissen eben, wie schnell es vom Hockey geht, vielleicht auch zum Hockey-Flop wird. Oder? Also, das geht schnell im Sport und da darf man sich auch nicht darauf einbilden. Ich habe eine schöne Zeit gehabt, bin auch ein bisschen stolz, was wir erreicht haben mit der Mannschaft zusammen oder auch mit den Leuten im Hintergrund. Aber man muss da realistisch sein, das kann ganz schnell wieder auf die andere Seite gehen. Aber vielleicht kommt ja das Beste noch mit dem EHC Biel. Wenn jetzt sich Biel für die Playoffs qualifiziert, schnaufen da auf. Juhui, wir steigen nicht ab. Oder Version 2, dann geht es erst richtig los. Das ist so, dann geht es erst richtig los. Also, ich habe natürlich auch meinem Sohn erzählt, dann spielen wir um einen Cup. Oder? Also, wenn wir dürfen um den Pot spielen, dann probieren wir ihn zu holen. Wenn auch alle sagen, jetzt spielen wir. Aber wenn ich dort bin, dann will ich den Pot holen. Oder zumindest eine Medaille muss ich schon haben. Oder? Wir wünschen Ihnen das. So ein Trainer verdient das. Danke vielmals. Danke vielmals. Herzlichen Dank. Kevin Schlepfer. Danke.